Willkommen, meine Damen und Herren, beim öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag. Den wir heute zum Teil irritierend weit fassen, der große Schauspieler Peter Simonischek verkörpert ihn idealtypisch. Er spielt am Burgtheater über alle Krisenerscheinungen hinweg Tschechow, Shakespeare, Schnitzler. Der Tiroler Bernhard Eichner war plötzlich, keiner wusste, wie es kam, eine internationale Großadresse im Krimi-Bereich. Sein Thriller Die Totenfrau wurde schon vor Erscheinen nach Italien, Australien und in die Niederlande verkauft. Sozusagen literarisch artikuliert hat sich auch die nunmehrige Psychologiestudentin Vanessa Eden, die als Callgirl bedenkenswerte Umsätze erzielt haben muss. Orientiert man sich an ihrer Neuerscheinung, warum Männer bis zu 2000 Euro für eine Nacht bezahlen. Zu Beginn die Neuerscheinungen, die sich schon um ein Hundertstel dieser Summe erwerben können. Das Fell der Tante Mary, Theodora Bauer, erschienen bei Picus, zu haben um 19,90 Euro. Ferdl, der Installateur, erbt von der Nachbarin, die ihn in angespannter Rivalität mit seiner krebskranken Mutter großgezogen hat, ein Vermögen, Geld und Ländereien in Südamerika. Das Märchenvermögen aber ist vergiftet. Der Erblasser, Ferdls Vater, war ein geflohener Nazi. Das österreichische Idiom kunstvoll handhabend, hat die 24-jährige Autorin einen Entwicklungsroman von Rang geschaffen. Was aus uns wird, David Gilbert, erschienen bei Eichborn, zu haben um 23,70 Euro. Eine amerikanische Upper-Class-Familiensaga, die sich virtuos verzweigt, manchmal allerdings in die Unüberblickbarkeit. Dyer, jetzt ein alter Herr, war in seiner Jugend eine literarische Hoffnung. Seine Anstrengungen, die beiden ehelichen Söhne mit dem Nachzügler aus einer späten Affäre zusammenzubringen, machen den Handlungskern des amüsanten, gut geschriebenen Buches aus. Vielleicht Esther, Katja Petrovskaya, erschienen bei Suhrkamp, zu haben um 20,60 Euro. Mit der Titelerzählung gewann die 1970 in Kiew geborene, in Berlin lebende Autorin den vorjährigen Bachmann-Preis. Das Buch ist ein lakonisches Kaleidoskop jüdischer Familiengeschichten in der früheren Sowjetunion. Von Verfolgung und Deportation in der Nazizeit, von gescheiterter Hoffnung und Lebenslüge. Großartig. Ein langer, langer Weg. Sebastian Bari. Erschienen bei Gerhard Steidl, zu haben um 24,70 Euro. Eine wunderbare pazifistische Vater-Sohn-Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg. Als sich Willie Dunn, der Sohn eines Dubliner Polizisten, freiwillig in den Krieg meldet, will er sich vor seinem Vater rehabilitieren. Wegen seines Kleinwuchses war er bei der Exekutive nicht genommen worden. Nun stößt ihn der irisch-patriotische Vater zurück, weil er für England in den Krieg gezogen ist. Willi fällt im letztmöglichen Augenblick. Ein sprachgewaltiges, großartiges Antikriegsmanifest. Sternschanze, Ildikó von Kürti, erschienen bei Wunderlich, zu haben um 18,50 Euro. Oft kopiert, ständig erreicht. Die Doyenne des literarischen Vorklimakteriums meistert wieder die Lebenskrise einer entgleisten Mittelständlerin. Diesfalls einer gewissen Nicola Lubitz, die im Gefolge sexueller Unbedachtheiten den Neubeginn wagen muss. Geschwätzige Betulichkeitspoesie, kontaminiert mit Durchhalteappellen in grauenvollem Deutsch. Unter meinem Tischbein trifft die Altmeisterin auf zahllose Nachahmerinnen. So, ja, da können fast alle, die da unten sind, noch immer was lernen. Meine Damen und Herren, Peter Simonischek ist das, was man einen großen Schauspieler nennt. Er ist Steirer, wurde bei Peter Stein in Berlin, eine große Adresse des deutschsprachigen Theaters. Und er kann heute von keiner Burgtheaterkrise daran gehindert werden, dort Außerordentliches zu verrichten. Er hat seinerzeit unter dem Titel »Ich stehe zur Verfügung« seine Memoiren geschrieben. Und er repräsentiert eines der wenigen Beispiele einer geglückten Künstlerfamilie. Seine Ehefrau Brigitte Karner ist Schauspielerin und sein Sohn Max debütiert im Sommer mit Horvaths Don Juan kommt aus dem Krieg bei den Salzburger Festspielen.
Wunderbar, dass Sie endlich einmal bei mir sind. Freut mich, danke, dass ich endlich mal eingeladen bitte bin. Bitte umkreisen Sie das großflächig und nehmen Sie vielleicht dort Platz. Da, ja, danke. Jawohl. Aha, an der Seite meiner Biografie, wie Sie sagen. Nein, Biografie so eben, ist es nicht. Was trinken Sie denn, Rotwein oder Rivella? Ich werde, weil ich ein nostalgisch anfälliger Mensch bin, ein Rivella nehmen. Wirklich? Haben Sie in der Schweiz? Ja, jawohl. Klar. Das ist nämlich ein Molkegetränk. Ja, das ist ja das Schlimme. Naja, aber das soll angeblich gesund sein. Wie gefällt Ihnen denn Ihr Porträt? Ja, ganz gut, muss ich sagen. Das war übrigens nett, den Herrn kennenzulernen. Ja, ja. Ja? Ich habe das Gefühl, mit dem kann ich mir vielleicht noch gelegentlich einmal treffen. Das war angenehm, Gespräch mit ihm. Ja, dann kommen wir doch wieder in die irdischen Regionen des Lebens. Haben Sie jemals vermutet, dass Sie sowas wie am Burgtheater erleben werden, dass der Direktor entlassen wird, dass das Haus praktisch wie eine Sandlerburg von der Öffentlichkeit als Biotop von Kriminellen wahrgenommen wird? No, das sind jetzt aber Journalistenworte. Also so arg finde ich das nicht. Also als Biotop von Kriminellen. Nein, es war nicht wirklich überraschend, weil der Hartmann hat ja in den letzten 2-3 Jahren bei jeder Ensembleversammlung durchaus die miese Lage des Hauses benannt. Mhm. Und hat gesagt, die Politik muss sich entscheiden, ob sie weiter ein Burgtheater haben will, wie sie es hatten, oder ob sie es ganz anders haben wollen. Das hat er, aber er ist offensichtlich nicht gehört worden. Er hat wahrscheinlich auch nicht genau gewusst, wie die Sachen wirklich stehen da. Nicht? Weil er hat ja leider ein katastrophales Krisenmanagement gehabt. Nicht? Und war wohl, denke ich, auch einigermaßen beratungsresistent. Oder vielleicht hat er gar niemanden gehabt, der ihm vernünftig geraten hätte. In der Zeit lang hat er ja, glaube ich, gemeinsam mit dem Herrn Springer gerudert. Mhm. Bis man dann festgestellt hat, dass der eine so rudert, der andere so. Mhm. Und dann hat er daran glauben müssen. Also wie weit das jetzt berechtigt ist oder nicht, das werden wohl die Gerichte klären. Weil das ist ja nun wirklich eine rechtliche Frage. Mhm. Ist es nur eine rechtliche Frage? Tut er Ihnen nicht leid? Also, ja, nicht, bitte, das wird ja damit nichts zu tun. Ich tue mir selber auch manchmal leid. Ja. Und ja, aber das hat mit Leid tun und mit dem Recht kriegen, hat er leider ganz selten was miteinander zu tun. Mhm. Ne? Wer soll denn nachkommen? Sollten Sie keinen Namen unbedingt nennen wollen, frage ich mich, was soll es sein? Ein Künstler, ein Manager oder soll die Frau Bergmann bleiben, wie man immer wieder hört? Wissen Sie, das ist genau der Punkt, über den viel geredet wird, auch bei uns. Mhm. Und da gehen die Glaubensbekenntnisse auseinander, weil die einen sagen, nur noch ein Manager auf alle Fälle. Ich bin nicht so entschieden. Also am besten wäre natürlich, nachdem das ganze System ja eher einem monarchischen Konstrukt gleicht und kein demokratischen, das ist klar, weil das ja ähnlich wie im Vatikan ist, Kunst und Demokratie, bis wir vertragen sich nicht unbedingt. Ne? So. Wie wahr? Wie? Wie wahr? Ja, ist so. Ne? Ja, klar. Und deshalb wäre natürlich das Ideale, wäre eine starke künstlerische Persönlichkeit, die aber trotzdem integer ist. Fällt dir noch wer ein? Nein, mir fällt niemand ein, weil diese üblichen Verdächtigen muss Kuschei? Ich. Ja, der kann man jetzt Kuschei sagen, dann kann man sagen Baumbauer, dann kann man sagen Karin Bayer, dann kann man die aus Zürich noch, die Barbara Frey noch nennen. Und dann hat man das Namengeplätscher wieder, wie es ist. Aber es ist nicht jemand für mich, ich sehe niemanden, wo ich sagen kann, hoffentlich kriegen wir den. Ja? Meiner Meinung nach, also so wie ich denke, wir sind mit der Karin Bergmann sehr gut bedient. Jetzt haben Sie, wie ich in Ihrer Biografie, ich habe es nicht mehr gewusst, muss ich Ihnen sagen, haben Sie 1983 unter Peter Stein das Stück Die Neger von Jean Genet gespielt. Mhm, ja. Spannende Geschichte. Es kommt jetzt wieder ein großartiges Stück, ein großer antirassistischer, Anarchist. Typisch, dass Ihnen das gefällt. Genial. Na ja, weil es eine hochintellektuelle Veranstaltung ist. Und na ja, das sicher. Ist deshalb so ein tolles Stück, weil es ist gedanklich, also ich bin nicht der Einzige, der es dreimal lesen musste, bis er überhaupt kapiert hat, wie die Querverbindungen da laufen. Schwer, und so. Ja, wirklich schwer.
Und es ist trotzdem ein extrem sinnliches Ding. Das ist ein wirklich toll gelungenes Theater. Haben Sie mitgekriegt, dass es jetzt Proteste gegeben hat, weil das bei den Wiener Festwochen aufgeführt wird? Und da muss ich nur leider sagen, da sind Leute doch nicht sehr gut beraten, wenn sie sich dazu hinreißen lassen, zu sagen, man darf sie nicht mehr schwarz anmalen. Weißt du, das ist man, da darf also zum Beispiel der Othello nicht mehr gesungen oder auch gespielt werden unter diesen Umständen. Ich würde mich am liebsten gar nicht äußern zu diesem Schwachsinn. Mhm. Ja, ja. Ich glaub, weil ich meine, was soll man machen? Ja. Wenn es Leute gibt, die sich deswegen auf die Zehen getreten fühlen oder wenn die das als Rassismus betreiben, das ist ein riesiges Missverständnis meiner Meinung nach. Aber ich glaube, dass der Johann Simons eine sehr gute Lösung finden wird. Er wird nämlich alle mit Masken. Die Weißen werden weiße Masken haben, die Schwarzen werden schwarze Masken haben. Ja, aber warum in aller Freundschaft? Muss jetzt der damit Othello man dieser Sache entgeht, damit man diesen Protesten entgeht. Man muss in der Staatsoper nicht. Der Othello auch eine Masken jetzt haben. Der ist, tut mir leid, der ist auch angemalt. Und heißt der Mohr von Venedig, so leid es mir tut. Das heißt nicht der Mitbürger mit mauretanisch-schwarz-afrikanischem Migrationshintergrund. Ja, genau. Das ist nämlich eine Verspottung. Aber das könnte man machen. Ja. Ja, weil die Art der Verspottung ist halt bei uns in unserem Breitengraden nicht nachzuvollziehen, weil das Wort Neger hat man hier natürlich verwendet, lange bevor bei uns Europäern ins Bewusstsein kam, dass das von Nigger kommt und dass das ein Schimpfwort normal, war. Das heißt der Schwarze, das ist genauso diskriminierend wie der Weiße. Ja, wenn ich ein solcher wäre, dann würde ich natürlich auf die Bezeichnung Schwarzer eher irritiert reagieren. Mhm. Aber wie gesagt, in unseren Breitengraden ist das anders. Ich habe das jetzt zum ersten Mal einmal in Zürich erfahren, als ich mir gesagt habe, Neger. Und dann haben alle ganz betreten unter den Tisch geschaut und sagen, nein, Peter, das kannst du nicht sagen. Sag ich, was? Nein, das ist kein Wort. Neger kannst du nicht mehr sagen heute. Das geht nicht. Und dann habe ich, das ist aber schon sicher 15 oder 15 Jahre her. Mhm. Ja? Und da habe ich angefangen, ja. Na gut, habe ich mich erkundigt und so weiter, warum das jetzt so verpönt ist. Aber das ist halt eben diese Political Correctness, die natürlich dann irgendwann auch mal in den Bereich des Blöden hinrutscht. Ja, so ist das. Komm mal lieber zur Kunst. Ja, gut, bitte. Ja, doch besser. Wie ist denn das in der Theaterfamilie? Der Sohn macht jetzt eine gewaltige Karriere. Jetzt ist er in Salzburg mit dem Horvath Don Juan. Was ja, freut mich sehr. Wunderbar. Ja. Gibt es eine Spur von ödipaler Eifersucht, die da in einem wabert, wann der Sohn aufzieht? Ich meine, das könnte natürlich nur sein, wenn Sie selber nicht erfolgreich werden, sind aber ein großer erfolgreicher Mann. Ich habe diese Rolle am Deutschen Theater gespielt, in einer Inszenierung von Michel Gruner, kurz nach der Maueröffnung. Das muss gewesen sein. Dann war das Anfang der 90er Jahre. Mhm. Und das war eine sehr schöne, erfolgreiche Inszenierung. Und das ist eine tolle Rolle. Also ich vergönne es meinem Sohn von Herzen, dass er das machen kann. Außerdem muss ich wirklich sagen, das ist mir völlig fremd, dass man auf den eigenen Sohn da neidisch sein könnte. Ich freue mich mit ihm, wenn ihm das gut gelingt. Er hat ja einen, den Koch gespielt. Ja. Und da hat er in der letzten Vorstellung einen Abgangssatz, der steht in meinem Buch da auch drinnen, geboten, der mir eigentlich für alle Zeiten irgendwie von dieser Besorgnis, dass der Sohn aus dem Schatten des Vaters nicht treten könnte oder so, befreit hat. Nämlich er hat gesagt, bevor er abgegangen ist, hat er sich nochmal umgedreht als Koch, nachdem er seine zwei Kochsätze abgeliefert hat. Hat er gesagt, jedermann, nimm dich in Acht, hast deine Rolle nur gepacht. Ich kenne deinen Sohn, der stößt dich bald vom Thron. Ja, lesen Sie gern Krimis? Ja, im Sommer. Was denn zum Beispiel gern? Ja, was war denn das Letzte, was ich das Verbrechen oder so? Du musst ja sagen, mittlerweile, wie hieß denn der, den ich im Sommer gelesen habe? Also im Sommer habe ich zum Beispiel jetzt das Krimi Drachenläufer, das kennen Sie sicher. Mhm. Das habe ich gelesen, das haben wir verschluckt, ja. Verschlungen, weil es so spannend war. Aber Krimi, was war der letzte? Vom Schirach, das Ding. Ah, vom Schirach. Ja. Ja, ja. Ja, das fand ich schon sehr spannend. Ich weiß den Titel nicht, aber vielleicht kann ich Ihnen eine neue Obsession ins Herz pflanzen. Bleiben Sie hier, ich hole den nächsten Gast. Ach, ja, gut.
Meine Damen und Herren, wie genau das kam, wird uns der Tiroler Bernhard Eicher sicher gleich selber erklären. Sein Krimi-Debüt Totenfrau über eine bluträchende Bestattungsunternehmerin war schon vor Erscheinen in mehrere Erdteile verkauft. Auch die Filmrechte sind schon vergeben. Mit der professionellen ewigen Ruhe ist es vorbei, als der Lebensgefährte, ein Polizist, einem zweifelhaften Unfall zum Opfer fällt. Ein literarisches Verhör zu Beginn. Im literarischen Verhör Bernhard Eichner. Herr Eichner, sind Sie ein ängstlicher Mensch? Manchmal sehr. Zu viel. Bei? Schlimmen Dingen, von irgendwo runterspringen, irgendwo raufsteigen, mit Paragleitschirmen über Berge runter, solche Sachen. Was würden Sie nicht mal für 1 Million Euro tun? Mit der Bundeskanzlerin von Deutschland schlafen. Ich auch nicht. Das kam mir gerade so in den Sinn. Ja, aber das war das Erste, was man. Man muss ja ehrlich sein bei so einem. Bitte darum. Ne? Ja. Verfolgen Sie Probleme bis in den Schlaf? Manchmal und manchmal gelingt es, dass ich sie draußen lasse. Und meine Frau sagt immer: weißes Licht einatmen, schwarzes Licht ausatmen. Das funktioniert. Essen Sie Fleisch? Lieben gern. Also blutig und dick und gut. Beten Sie manchmal? Ich bitte manchmal um Hilfe. Das Universum oder Gott? Der, der mir helfen kann. Wären Sie ein guter Polizist? Nein. Ich wäre viel zu nett, glaube ich. Und Polizisten sind, das darf ich jetzt nicht sagen, Polizisten sind, sagen wir es nicht. Aber manche sind nett. Manche sind nett, ich weiß nicht. Nein, ich werde sterben lassen in meinem Buch. Das hat seine Gründe. Das sagen wir jetzt alles nicht. Die lesen alle nicht meine Bücher. Welche Superheldenfähigkeit hätten Sie gerne? So eine Mischung aus vielen, das wäre cool. Also nicht nur fliegen. Also Superman ist eigentlich der perfekte Superheld. Mein Sohn hat mich gefragt, wer ist dein Lieblings-Superheld? Und ich habe gesagt, Superman, weil er kann einfach alles. Und das ist super. Mhm. Batman ist ein Scheiß dagegen. Verzeiht die Liebe alles? Ich wünsche es mir. Also das ist der schönste Gedanke irgendwie, dass das geht. Aber ich glaube es nicht. Wann hat sich Ihr Leben zum letzten Mal angefühlt wie ein Abenteuer? Im Moment beinahe täglich und das ist super cool. Also es ist, ja, bin mittendrin. Ich reite. Was ist das Beste daran, älter zu werden? Bei mir ist es die Ruhe und die Gelassenheit, die kommt und dass man nicht mehr alles so ernst nimmt und dass ich, ja, ruhiger werde. Auf wen können Sie sich verlassen? Auf meine Lieben. Und das ist das Wichtigste. Ich sage Familie, meine Familie. Und das ist das Schönste eigentlich. Was schätzt Ihre Frau an Ihnen? Dass ich so bin, wie ich bin, glaube ich. Und dass ich aber durchaus bereit bin, ein anderer zu werden, wenn es notwendig ist. Und das ist, glaube ich, entscheidend. Sehr schön, danke schön. Danke schön. Willkommen, schön, dass Sie da sind. Bitte, was trinken Sie denn? Rotwein oder Rivella? Gerne einen Rotwein. Das ist schön. Sie haben ja nicht in der Schweiz gewirkt. Ich wollte eigentlich spritzen, das Rivella und den Wein, aber das geht nicht. Das ist ja grauenhaft. Das hat einmal der Experimentalphysiker Werner Gruber gemacht, aber der ist ja auch sehr korpulent, bei dem verschlürft sich das eben. Naja, Experimentalphysiker. Eben. Also. Sagen Sie mal, bitte, natürlich abgesehen von der Qualität des Buches, wie geht sowas, dass man, bevor ein Buch erscheint, plötzlich in den Agenturen zu einem Star wird, das Ding international verkauft? Das ist ein interessanter Einblick in das Funktionieren, nicht? Ja, dass das alles so passiert ist, war natürlich nicht geplant, das war gewünscht. Ja. Also ich wünsche mir das eigentlich schon sehr, sehr lange, ich schreibe schon seit 20, 25 Jahren. Mhm. Und der Plan war so ein bisschen, dass ich irgendwann auf den 10-Meter-Turm raufsteige und runterspringe. Dass ich mich traue und dass ich dann 2012 gesagt habe, ich möchte den Verlag wechseln, einen deutschen Publikumsverlag suchen. Mhm. Dass ich den Schritt gehe, aber es hat diese 6, 7 Bücher vorher auch gebraucht, dass ich, sage ich jetzt mal,
dieses Üben vorher und dass ich dann gesagt habe, ich schreibe jetzt ein Buch, das vielleicht ein bisschen anders ist oder das der Markt will oder dass die Verlage sich ersehnen und das hat tatsächlich funktioniert. Ja, aber sich wünschen, einen Bestseller zu verfassen, da sind Sie nicht der Einzige, aber Ihnen ist es gelungen irgendwie. Wie geht sowas? Er ist natürlich viel glücklich gelaufen, sage ich. Mhm. Aber war natürlich auch die Suche nach einer Heldin. Ich sage mal, ich habe eine Frau geschrieben. Es gibt in der Kriminalliteratur wenig Frauen, die ermitteln oder Heldinnen sind. Mhm. Dann habe ich diese Frau zur Bestatterin gemacht. Sie hat einen ungewöhnlichen Beruf. Das gibt es auch selten. Bestatter, Krimis, Bestatter, Bücher. Und ich habe sie zur Mörderin gemacht. Und zudem noch zu einer Mörderin, die man mag. Und das waren einfach vier Dinge, die ja, letztendlich wunderbar funktioniert haben. Verlage haben eine Freude gehabt, alle haben, ja, es war wirklich unglaublich. Aber Sie wissen, jetzt kommt was auf Sie zu. Das nächste Buch nach dem Riesenerfolg, das wird heftig werden. Alle sind schon neidig jetzt und jeder Wort, dass Sie richtig auf die Goschen fallen mit Verlauf. Da habe ich kürzlich ein Interview gelesen mit Daniel Brühl und er hat gesagt, der eigene Neid nimmt ab mit zunehmendem Erfolg. Und das finde ich super. Das stimmt, das fühlt sich tatsächlich so an. Ja. Und der Neid der anderen ist ja auch, sage ich jetzt mal zum Teil unter Anführungsstrichen, was Schönes, weil man sieht, also das ist ja auch erarbeitet, sage ich, und vielleicht auch, also auf alle Fälle auch verdient, denke mal. Und dann zu sehen, oder sagen wir, Neid muss man sich auch erarbeiten. Mhm. Und das ist letztendlich auch was Befriedigendes, was Schönes, wenn man sieht, dass, ja, dass das alles funktioniert. Und dass, ja, das nächste Buch ist bereits fast fertig. Das ist auch schön, dass ich jetzt den Druck vielleicht dann nicht mehr so spüre, weil es eben schon mehr oder weniger beendet ist. Aber letztendlich ist es so, dass ich schreibe meine Bücher, ich tue das, was ich gern tue, was ich tun muss, was ich, und die kann ich nicht anders. Und letztendlich, ja, schauen wir, was rauskommt. Ja. Sie sehen ja, der Erfolg ist ja auch durchaus, hat ja ohne das Feuilleton stattgefunden, das ist noch gefährlicher. Ich erinnere uns an meinen lieben Freund Robert Schneider, Klammer, Schlafes Bruder. Oh ja. Die haben sich gerecht, bis sie den fast kaputt gemacht hatten. Ist das nicht gefährlich? Denke mal, das ist immer, zum einen irgendwie braucht man die Medien und zum anderen irgendwie, das ist, denke mal, ein Miteinander. Die Medien brauchen die Autoren und die Schauspieler. Denke mal, alles ist so ein Kreislauf irgendwie, es bedingt sich auch. Aber das Schöne war natürlich, dass vorher schon so viel positive Rückmeldungen gekommen sind und dass ausländische Verlage gesagt haben, wir wollen das Buch und fünf deutsche Verlage haben gesagt, wir wollen das Buch. Und das ist natürlich eine Bestätigung, die mir als Autor sagt, ich habe was richtig gemacht. Und der Weg, den ich gegangen bin, die letzten vielen Jahre irgendwie, das hat Sinn gemacht. Vom Einser auf den Dreier, vom Fünferturm und dann irgendwann auf den Zehner dann abspringen und das ist super da so. Und dann feststellen, das Wasser. Ich fliege. Ist, Gott sei Dank. Ja. Schau mal, ich bin noch nicht unten. Sind Sie ein Freund sehr blutiger Krimis? Oder schätzen Sie mehr die Agatha Christie oder die Highsmiths oder solche? Also ich kann so nicht sagen, ja, weil ich habe in das Buch reingelesen. Mhm. Und habe ich gedacht, boah, das ist ja starker Tobak. Das ist schon ganz am Anfang, ja. Es geht ja schon so los. Also dann denke ich, naja, das ist bestens erfüllt, was man heute erwartet, weil die Leute haben nicht mehr viel Geduld. Es muss auf der ersten Seite nimmt dann das Ding in den Griff und dann denkt man eigentlich die ganze Zeit nicht, hoffentlich wird es spannend, sondern man denkt, bitte, wann hört dieser grauenhafte, schreckliche endlich auf? Wann wird das endlich... Das war der Plan, das war... Ja, das und war das, ja. Ist, das habe ich gemerkt, ja. Beim Lesen habe ich gedacht, was mich antreibt, ist nicht, dass es schlimmer wird, sondern dass es bitte übernächste Seite der Spuk vorbei sein soll. Und dann habe ich aber, weil ich nicht so viel Zeit hatte, nach hinten gedacht, oh Gott, das geht ja nicht. Das geht ja immer. Es ist sicher irre spannend. Also viel lassen Sie nicht auf. Aus, gell? Was ich da, schon als Kind musste die Frau den Toten die Münder zunähen, weil die Mama ja auch schon in der Branche, in der Bestattungsbranche war, der Bischof notzüchtigt und wenn das Kind nicht pariert, wird es in einen Sarg gesperrt. Ist das ein bisschen dicht von Scheußlichkeit? Die Entscheidung irgendwann einmal da, dass sie einen Thriller schreibt, dass sie keinen Krimi schreibt mit Lokalkolorit und schwarzem Humor, sondern dass sie wirklich einen beinharten Thriller schreibe,
der natürlich getrieben ist von Spannung und von Dingen, vielleicht auch natürlich inspiriert von der Wirklichkeit, Dinge, die man ständig in der Chronikteil der Zeitung liest. Ich sage immer, die Wirklichkeit ist noch viel brutaler und viel wilder, weil es da tatsächlich passiert. Das Buch kann ich letztendlich dann zuschlagen oder ich kann es überblättern oder bis zum Ende lesen oder kann es beiseite legen. Die Wirklichkeit, die ist einfach da und die geht nicht weg. Naja, in so einer Quote, aber maximal zuletzt bei Jack the Ripper, würde ich sagen, ja. In so einer Dichte. Aber das hat sich so ergeben. Irgendwie. Ich kann mehr oder weniger nichts dafür. Das ist ja. Aber das ist ja vielleicht, es ist eine Rachegeschichte und diese Rachegeschichte bedingt natürlich, dass es Leute braucht, die man rächt Leute braucht, die man praktisch die Frau dann tötet. Ja, das sind archaische Vorgänge. Und da gibt es natürlich, braucht man viel Personal und ich habe schlimme gelesen, Dinge. Dass Sie recherchiert haben. Ja. Indem Sie in so einem Bestattungsinstitut eine Zeit lang beschäftigt waren. Ja? Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis, dass ich habe mir auch gedacht, die Kinder werden in den Sarg gesperrt, also das ist schon ein bisschen heftig. Aber auf der anderen Seite werden solche Sachen so toll beglaubigt durch Details, die müssen ja stimmen. Ja. Dass die können nicht erfinden, dass den Toten der Mund zugenäht wird. Genau. Das werden sie schon wissen aus der Recherche. Und das spürt man eben. Genau, und das ist ja dieser Alltag. Ich sage jetzt, diese Bestatterin, die diesen Alltag hat, seit sie sieben ist, ist mehr oder weniger mit Toten zusammen irgendwie und hat diesen Alltag des Sterbens irgendwie miterlebt, 30 Jahre lang. Und dass andere Kinder werden vielleicht in die Speisekammer gesperrt, nicht? Aber für das Kind irgendwie, da war halt der Sarg. Und die Särge sind in der Sargausstellung in dem Haus einfach immer rumgestanden. Und da hat sie da, man ist natürlich schrecklich, aber dieser Alltag bedingt natürlich auch bestimmte Dinge. Und dieses Mundzunähen oder dieser Anblick der Verstorbenen. Und da kommen Unfallopfer und da kommen Leute aus der Gerichtsmedizin. Und das sind viele, viele Dinge, die das Kind gesehen hat. Und natürlich traumatisiert ist die Frau von den ganzen Dingen. Und die Vorgeschichte bedingt dann natürlich auch das, was. Sie haben auch im Entfernteren den Fall Fritzl einbezogen. Es gibt ja da auch solche Einsperrungs- und Vergewaltigungsgeschichten. Den Fall haben Sie nicht ganz unabsichtlich hier hinein. Ja, ich denke mal, man darf drüber sprechen. Es ist passiert, oder? Zwei, dreimal jetzt in den letzten Jahren in Österreich. Und diese Angst oder dieser Gedanke, irgendwie, dass es tatsächlich im Nachbarkeller irgendwie sowas geben kann, bin mir sicher, also im Nachbarhaus werden Kinder geschlagen und missbraucht, die Wirklichkeit ist brutal. Und dass man sich das so ein bisschen, oder dass ich immer das so ein bisschen hergeholt habe und gesagt habe, okay, dann gibt es halt noch einen Keller, wo was passiert. Aber ich bin mir sicher, es gibt noch viele andere mehr. Na und sonst, warum heißt dieser Fotograf Schönborn? Darf man das als eine kleine Hommage an den verehrten Kardinal betrachten? Das ist ein bisschen so. Es ist so, dass einer der Bösen ist tatsächlich Priester, angehender Bischof. Mhm. Und der wird getötet und enthauptet. Und sein Kopf hängt in einem Plastiksack an der Domtüre. Und der heißt Jaunik. Und dann habe ich mir gedacht, so als ausgleichende Gerechtigkeit lasse ich doch auch einen Fotografen sterben. Bin ja auch im anderen Beruf Fotograf. Ja, ja. Und dann ist mir aber trotzdem wieder passiert, dass der Fotograf dann doch Schönborn hieß. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie. Ja, umgekehrt wäre es noch spekulärer, würde ich sagen, wenn der, wo der Schädel hängt, Schönborn hieße. Da habe ich mir gedacht, doppelt gemoppelt. Ja, richtig. Ja, wie sind denn Sie zum Schreiben gekommen? Sie sind doch Fotograf im Wesentlichen. Haben Sie immer geschrieben? Wollten Sie immer schreiben? Ja, das war eigentlich immer parallel. Also das Schreiben kam so mit 15, 16, war so ein bisschen mein Finden, meine Welt finden, ein bisschen auf Reisen gehen, wo in einem kleinen Dorf, Siljan, 2000 Einwohner, aufgewachsen. Das war einfach eine tolle Möglichkeit, wegzugehen. Und das wollte ich eigentlich immer. Und das Fotografieren kam dann dazu, lief parallel die letzten 15 Jahre und war, sagen wir mal, Haupteinnahmequelle. Mittlerweile dreht sich das. Und diese Träume werden eben wahr, vom Schreiben leben zu können. Und das wollte ich eigentlich immer. Und, Wenn jetzt ein Kritiker schreibt, das ist ein riesenspekulativer, brutaler Dreck, was tun Sie dann? Puh, das ist eine gute Frage. Dann sage ich zu meiner Frau, so ein Depp. Und vielleicht. Aber ich denke mal, letztendlich muss man mit dieser Kritik auch umgehen und das akzeptieren, dass das ist natürlich auch eine interessante Erfahrung mit dem zunehmenden Erfolg, zu sehen, dass es nicht allen gefallen kann. Und niemand schreibt ein Buch, das allen gefällt. Und denke mal, von 100 Leuten wird es wahrscheinlich 24 geben, die sagen, damit kann ich nicht umgehen, das ist mir zu so und so und so. Aber das ist okay. Und denke mal, das ist auch was ich jetzt lernen darf, dass die Welt eben viele Farben hat.
Ihre Frau unterstützt komplett ihr Oeuvre. Hat sie irgendeinen Einwand gegen das Werk gehabt? Sie mag eigentlich Krimis nicht so gern und hat netterweise das dann doch gelesen. Das finde ich. Hat daraufhin die Scheidung eingereicht? Nein. Nein, gar nicht. Aber sie findet es gut. Und das ist natürlich für sie auch spannend zu lesen, weil sie viele Dinge, die da. Es heißt ja immer, es ist nichts autobiografisch, wo nicht Autobiografie draufsteht, was ein Blödsinn ist. Und für sie ist das natürlich zu lesen eine besondere Herausforderung, weil sie viele Dinge wiedererkennt und sieht, Kleinigkeiten. Und geben so. Sie es zu, wann haben Sie zuletzt einen Kopf an die Kirchentür gehängt? Jo. Wir sagen es eh nicht weiter, ja. Ja. Aber gibt es eine nette Anekdote, dass die Diözese in Innsbruck mich angerufen hat und gesagt hat, Bernhard, wir brauchen Pressebilder vom Bischof. Und ich sagte dann letzten Oktober, ich bin ein ehrlicher Osttiroler, gesagt, ich muss euch was sagen, im März erscheint ein Buch, da wird ein Bischof enthauptet, ein böser Mensch, und der Kopf hängt dann an der Domtür. Und dann sagte die Pressesprecherin der Diözese, dann machen wir die Bilder vor Erscheinen des Buches. Ich danke. Bleiben Sie bitte beide bei mir, mengen Sie sich weiter ins Geschehen. Ich sage den nächsten Gast an. Ich danke. Meine Damen und Herren, dass jemand, der sich Vanessa Eden nennt, meist anders heißt, vermuten vor allem die Konsumenten von Kleininseraten. So begrüße ich also die gebürtige Daniela Kerling, die ihrem Buchtitel »Warum Männer 2000 Euro für eine Nacht bezahlen« zufolge als Escort-Dame gute Umsätze gemacht haben dürfte. Wie sie ins literarische Genre umgesattelt hat und wie sie EU-Vorstöße sieht, die Prostitution zu verbieten und die Kundschaft strafrechtlich zu belangen, das wird sie mir jetzt erzählen, ein Porträt zu Beginn. Lange Beine, schlanke Taille, sinnliche Lippen. Will man mehr? Durchaus. Jeder Mann wünscht sich etwas anderes beim Tête-à-Tête mit einer Escort-Dame. Die Bandbreite reicht von frustrierten Ehemännern, die nur reden wollen, bis zu Geschäftsführern, die im Job knallhart sind und sich abends nach zärtlichen Händen sehnen. Wer wüsste das besser als Vanessa Eden? 6 Jahre lang hat sie in diesem Beruf gearbeitet. Bis zu 2000 Euro haben Herren für ihre Gesellschaft bezahlt. Eden ist behütet im katholischen Bayern aufgewachsen, doch dann trennten sich die Eltern und die Mutter musste mit 3 Kindern allein über die Runden kommen. Mit 16 zog Eden von zu Hause aus und machte eine Friseurlehre. Danach ging sie in die Schweiz und kam mit Leuten aus der Rotlichtszene in Kontakt. Eine Freundin, die als Callgirl arbeitete, brachte sie auf die Idee, auf diese Weise Geld zu verdienen. Heute lebt sie in Bayreuth. Ihren früheren Beruf hat sie an den Nagel gehängt, weil sie sich in einen ehemaligen Kunden verliebt hat. Er ist nun ihr Partner. Klingt nach Pathos wie in einer Wagner-Oper, hat sich aber genau so abgespielt. Sie studiert Psychologie und arbeitet als Erotic Capital Coach. Hier gibt sie Frauen Tipps, wie sie ihr erotisches Potenzial für die Karriere nutzen können. Gleich plaudert sie aus dem Nähkästchen. Willkommen, Vanessa Eden. Willkommen, schön, dass Sie da sind. Was darf ich denn zu trinken anbieten? Rotwein oder Rivella? Rivella gern. Wirklich? Das erinnert mich doch gleich an meine Zeit in der Schweiz. Seitdem habe ich keins mehr getrunken, ja. Und trotzdem, ungeachtet der Kenntnis, wollen Sie darauf zurückgreifen? Bitte schön. Ich möchte auch noch einen Schluck trinken. Das hat der Wahnsinnige. Ja, wir waren offensichtlich beide in der Schweiz. Ja. Bitte schön. Dankeschön. Also auf die Schweiz. Auf die Schweiz. Auf die Schweiz, ja, selbstverständlich. Warum gerade auf die Schweiz nicht? Genau. Darf ich Sie ganz frontal herausfragen, bitte um eine Antwort auf die Frage, warum bezahlen denn Männer 2000 Euro für eine Nacht? Das wäre schade, wenn ich Ihnen das jetzt in einem Satz beantworten könnte, dann hätte ich keine 352 Seiten schreiben müssen. Dann wäre das Buch überflüssig. Ja, ja. So ein paar Andeutungen könnten Sie mir Andeutungen. Machen, nicht? Ja. Andeutungen. Also es hat mit Sicherheit was mit unseren patriarchalen Strukturen zu tun, die es ja schon eine ganze Zeit lang gibt, mehr als 4000 Jahre. So ist das Ganze überhaupt erst entstanden, dass die Frau gespalten wurde in die Heilige und in die Hure. Das heißt, so die Ursache, dass es überhaupt Prostitution gibt, ist eine der Ursachen, dass es eben, dass die Frau gespalten wird, ganz einfach. Das ist unsere gesellschaftliche Struktur, die wir haben, dass die Sexualität von Mann und Frau unterschiedlich bewertet wird und sich die Frauen jetzt entsprechend angepasst haben, die Männer auch. Und da sind wir jetzt.
Ja, aber 2000 ist staatliches. Diese Spaltung rechnet sich nicht immer so in so staatlichen Summen. Das stimmt. Da geht es dann natürlich dann um die Feinheiten. Also da 2000 Euro für eine Nacht verlangen zu können, da steckt dann auch ein entsprechendes Marketing dahinter. Und? Man muss natürlich auch die Männer erreichen, die bereit sind, so viel auszugeben. Und die Psychologie dahinter erkennen vielleicht. Gibt es da einen Typus? Einen Typus Mann oder einen Typus Frau? Einen Typus Mann, dieser 2000 Euro Typus. Nein, es gibt überhaupt keinen Typus. Ich hatte nur meinen Typus. Mhm. Also das heißt, die Frau, die bewirbt ihre Dienstleistung und ich in meinem Fall sehr selektiv, was sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass Männer bereit waren, so viel Geld auszugeben. Nun, Vanessa Eden ist ein Künstlername. Werden Sie Ihre psychologische Praxis, wann immer die Sie zu etablieren betrifft, unter diesem Namen oder unter Pseudonym? Das weiß ich noch gar nicht. In der Tat ist es eine Überlegung, weil ich im Moment alles unter Vanessa Eden laufen habe, weil ja auch die ganze Vorgeschichte und auch viel meiner Kenntnisse habe ich als Vanessa Eden gewonnen. Ja. Aber abgesehen davon, ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Praxis eröffne. Das Psychologiestudium ist für mich eher ein Grundstudium. Mhm. Was ich danach damit mache, das weiß ich noch nicht. Ja. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in die Therapie gehe, das glaube ich jetzt nicht. Mhm. Wenn dann eher in die Beratung, Gesundheitspsychologie. Also wie schaffe ich es als Mensch gesund zu bleiben und nicht gesund zu werden, wenn ich erstmal krank bin, finde ich spannender. Sie sagen auch, Sie hätten durchaus Lustgewinn davon gehabt. War das aber nicht eher die Ausnahme? Die Ausnahme. Nein, es war nicht die Ausnahme. Denn ich war, gerade zuletzt war ich so selektiv bei meiner Kundschaft, dass ich schon die Arbeit optimieren wollte für mich. Das heißt, der Anspruch lag darin zu sagen, ich verdiene 2000 die Nacht und habe noch meinen Spaß. Also das war ja mein Anspruch und ich konnte es mir ja aussuchen. Wie es natürlich dann vor Ort ist, das kann man jede beliebige Frau fragen, die zwischendurch vielleicht mal einen One-Night-Stand hat, der Sex ist mal besser und mal schlechter. Aber nicht wesentlich schlechter als Escort-Dame. Der Durchschnitt an Männern ist, also man trifft ja einfach den Durchschnitt an Männern und entsprechend ist halt auch der Sex entsprechend durchschnittlich, mal besser, mal schlechter, mal bedeutungslos. Auf Ihrer Homepage werden auch Kurse angeboten. Was genau ist denn da zu erlernen? Ja. Das habe ich zu meiner aktiven Zeit mitbekommen, also gerade als ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, dass sich viele Frauen an mich gewandt haben, die einfach Fragen zu Sexualität hatten und gedacht haben, sie fragen doch den Profi am besten. Und so ist es nach wie vor. Als Erotic Capital Coach berate ich Frauen, wie sie besser zur Wirkung kommen. Also da geht's auch ganz banal um die Farb- und Stilberatung, aber dann auch um so Dinge wie laufe ich in High Heels richtig oder auch was ist mit meiner eigenen Sexualität. Denn die strahlt ja auch nach außen. Also wenn ich sehr unsicher bin in meiner Sexualität, mit meinem Körper, mit diesem ganzen Thema an sich, bin ich auch gehemmt, auf Männer zuzugehen, jetzt aus Frauensicht. Und strahlt es einfach auch aus, auch ob ich zufrieden bin oder nicht zufrieden bin. Und das sind einfach Themen, da wissen Frauen, dass sie mit mir drüber sprechen können. Und gerade, ja, so dieser kulturelle Wandel, also Frauen so um die 45, 50 Jahre, die noch so halb in der Emanzipation, also in dieser Alice Schwarzer Emanzipation stecken und trotzdem wieder in diesem Wandel im neuen Feminismus, der ja schon auch wieder die freie Sexualität mehr propagiert, die wissen einfach gar nicht, wohin. Nun gab es ja in der EU tatsächlich Vorstöße, ohne hier kalauern zu wollen, die Prostitution verbieten zu wollen, Kunden unter Strafe zu stellen. Da lachen wir doch alle ein wenig. Oder nicht? Na, Schweden lacht darüber nicht. In Schweden ist es Realität. Also, dass da die Kunden bestraft werden. Prostitution ist erlaubt, aber die Inanspruchnahme ist verboten. Das allein zeigt. Ja. Prostitution unterliegt überall der Diskriminierung. Und jetzt wollen sie halt in der EU irgendwie, die propagieren ein prostitutionsfreies Europa. Aber das ist so, als ob man ein autounfallfreies Europa verfügen würde. Ja. Es gibt Dinge, die kann man, die gibt es kann man gut gern nicht. Und gut gern verfügen, aber es ist sinnlos. Ja. Ne? Abschaffen lässt es sich halt nicht verbieten vielleicht und dann wandert sie in den Untergrund. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das in Deutschland kommt. Das sind unsere Politiker. Wie reagieren Feministinnen auf das Buch? Oder was gibt es da für Rückmeldungen?
Die sind eben sehr gespalten. Also die Feministinnen noch im alten Lager, also in diesem Alice Schwarzer Lager, die sind natürlich völlig empört. Ja. Wie ich sowas Prostitutionsverherrlichendes schreiben kann, weil es ist ja mehr oder weniger auch eine Anleitung oder ein Ratgeber für Frauen, die sich in dem Bereich bewegen. Mhm. Und die Frauen, die einfach selbst sexuell freier sind und die sagen, es ist auch eine Form der Emanzipation, Prostitution freiwillig und selbstbestimmt auszuüben. Und die finden es natürlich toll, aber es spaltet sich komplett. Und Sie leben jetzt vom Schreiben? Aktuell? Das Buch habe ich ja selbst verlegt. Also ja, Fall hat es sich bereits gerechnet? Hat es sich gerechnet, ja. Mhm. Und davon gerechnet? Lebe ich tatsächlich. Schön gerechnet, ja. Darf sich noch ein bisschen mehr rechnen? Wird schon. Warum sitzen wir hier? Ja, Herr Simonischek, was lesen Sie? Und Sie haben mir noch was erzählt, Sie haben sogar einen Literaturwettbewerb. Ich lese im Moment gerade eben diese Elaborate von 140 Einsendungen aus dem Literaturwettbewerb Wortschatz 2014. Also wir haben es zum dritten Mal jetzt, 2010 haben wir angefangen damit, alle zwei Jahre. Ein regional beschränkter Literaturwettbewerb in der Oststeiermark. Es war eine ganz wunderbare Runde, ich danke. Bleiben Sie ein bisschen noch bei mir, gell? Meine Damen und Herren, wir haben jetzt noch anregende Nachrichten aus der Welt der Literatur für Sie. Darm mit Charme. Die Dickdarmforschung hat Verstärkung bekommen. Die 24-jährige Medizinstudentin Julia Enders hat ihre Liebe zum oft verschmähten Verdauungstrakt entdeckt und darüber ein Buch geschrieben. Was als Wissenschaftsslam auf YouTube begann, wurde nun zum Bestseller im Sachbuchgenre. In Darm mit Charme erklärt sie, dass wir nicht richtig auf dem Klo säßen, die Darmflora unsere Psyche beeinflusst, Stuhltransplantationen Wunder wirken können und Stuhlgangsohnmacht eine häufige Ursache ist, warum Rettungsdienste frühmorgens ausrücken müssen. Mit viel Humor und wissenschaftlicher Forschung schafft es Enders, das schwarze Schaf unter den Organen in neuem Licht erstrahlen zu lassen. Ein informatives Buch mit Lachgarantie. Das verschollene Typoskript. 120 Jahre nach ihrem Entstehen ist Arthur Schnitzlers verschollen geglaubte Novelle Später Ruhm erschienen. Das Typoskript, das 2013 von zwei Germanisten aufgefunden wurde, konnte 1938 vor der Vernichtung durch Nationalsozialisten gerettet werden. Geschrieben wurde es ein Jahr vor Schnitzlers literarischem Durchbruch mit dem Skandalwerk Liebelei. Von seiner Sekretärin getippt, wurde das Typoskript anschließend mit handschriftlichen Anmerkungen seines Sohnes versehen. Der große Schriftsteller soll jedoch eindeutig zu erkennen sein. Er selbst notierte in seinem Tagebuch nach Fertigstellung der Novelle, dass sie nicht schlecht gelungen sei und einige gute Stellen enthalte. Seit dem 17. Mai ist Später Ruhm im Schollnei Verlag erhältlich. Eine verhängnisvolle Affäre. I did not have sexual relations with that woman. Dieser Satz ging um die Welt. Gesagt hat ihn Bill Clinton unter Eid. Herausgewunden hat sich Clinton später, indem er seine eigene Definition von Sex erklärte. Petting oder Oralverkehr sind kein Sex, Penetration schon. Gut, dass Clinton keinen Aufklärungsunterricht in Schulen betrieb, sondern nur Präsident der Vereinigten Staaten war. Spermaflecken am blauen Kleid, Zigarrenspiele, Bill stieg als Womanizer aus. Seine Affäre, Monika Lewinsky, blieb immer die Praktikantin, die zu allem bereit war. Rund zwei Jahrzehnte nach ihrer folgenschweren Affäre hat Lewinsky erstmals ihre Sicht der Ereignisse niedergeschrieben. Zeitweise habe sie an Selbstmord gedacht, gesteht sie. Job fand sie keinen, da ihr Ruf ruiniert war. Lewinsky deutet an, dass sie die Affäre auch mit Blick auf die Ambitionen von Clintons Ehefrau Hillary auf das Präsidentenamt endlich aus der Welt schaffen wolle. Es sei an der Zeit, damit aufzuhören, auf Zehenspitzen um meine Vergangenheit und um die Zukunft von anderen Leuten zu schleichen, meint sie. Damit sind wir auch schon wieder fast am Ende. Ich schulde Ihnen noch meinen persönlichen Literaturtipp
abseits des Neuerscheinungsgetöses, Heinrich Mann, Professor Unrat, die zur aktuellen Lehrerdebatte passende Geschichte eines horriblen Pädagogen, der einer Bartänzerin verfällt. Wir bleiben immer ein bisschen beim Thema. Zu diesem großartigen Roman meine einfache Quizfrage. Josef von Sternberg hat ihn mit Emil Jannings und Marlene Dietrich verfilmt. Aber unter welchem Titel? Unter den richtigen Einsendern verlosen wir einen signierten Druck des Porträts, das Oskar Stocker von Herrn Simonischek gefertigt hat. Und das war's. Kommen Sie wieder, bleiben Sie Leser. Danke.